Eistrauka, euer Anbieter ist wieder am Start mit einem fixen Guide für das exotische Scharfschützengewehr Wispern des Wurms in der Mission Das Wispern. Zuallererst geht's zu Eris Morn auf dem Mond. Dort holt ihr euch die Quest Wispern der Vergangenheit ab und schon könnt ihr über den Navigator auf der Sternkarte die Mission Das Wispern anwählen. Am Anfang gibt's ziemlich viel Laufweg, deswegen klicke ich mich an der Stelle einmal aus und schalte mich wieder ein, sobald es wieder heiß zur Sache geht. Und damit sind wir auch schon im ersten Raum voller besessenen Feinde und Fäulebabbeln angekommen. Die Gegner einmal alle erledigen und bei Bedarf die Fäulen beseitigen, denn diese können je nach Situation schon mal stressen. Ist dann der Raum frei von Gegnern, könnt ihr am Ende die Fäulebarriere zerstören und euch auf diese Art und Weise von Raum zu Raum durcharbeiten. Auch hier an dieser Stelle alles an Feinden erledigen und unbedingt darauf achten, dass euch die zwei besessenen Phalanx nicht in den Rücken fallen. Nun den Weg nach unten freischießen und schon seid ihr im letzten Raum angekommen. Ein bisschen Eldkill betreiben, bei Bedarf kurzen Banner stellen und schon kann's losgehen. Die Bossphasen startet ihr, indem ihr die drei Orakel, so nenne ich es jetzt einfach mal, wie im Video zu sehen, zerstört. Im Großen und Ganzen nimmt sich der erste Teil der Bossphase nicht viel von dem, was viele von uns ja noch von früher kennen. Ohne Rotation und mit brachialer Gewalt einmal die drei Bosse erledigen, um dann die endgültige Endbossphase zu triggern. Steht ihr dann endlich Tulgor Aspekt der Qual gegenüber, müsst ihr erst sein Schild entfernen, indem ihr die Hexen links und rechts von ihm erledigt. Dann könnt ihr auch schon die erste Hälfte seines Lebens mal kurz wegschmelzen lassen. Für die zweite Hälfte tauchen wieder Hexen, aber auch nervige Fäulebabbel auf. Diese erledigen, bei Bedarf dann auch die Fäulen zerstören, sollten die euch stören und schon könnt ihr den Boss komplett eliminieren. Selbstredend, dass ihr natürlich zwischenzeitlich auf die nervigen Ads achtet, damit diese euch nicht an die Wäsche gehen.
Liegt der Boss, habt ihr es geschafft und ihr könnt euch nun aus der Kiste euren wohlverdienten Bauplan für die Whisper des Wurms abholen. Danach noch einmal kurz zu Eris Mon zurückdüsen, um eben den Bauplan gegen das Exotic Whisper des Wurms einzutauschen und noch eine kleine weitere Quest abzuholen. Das war's dann auch schon und ich hoffe, dass dieser Guide hilfreich war und euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr es richtig geil fandet, dann unbedingt abonnieren, damit ihr keine Videos mehr auf diesem Kanal verpasst. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, in welchem Role ihr euch eure Wispern des Wurms craften werdet. Für mich heißt es nun ausklinken und euch wünsche ich natürlich weiterhin frohes Farmen sowie guten Loot. Bis in Bälde, euer Amvidre.